Wenn ihr wissen wollt, wie man Omas herrlichen Brechbohnensalat selbst herstellen kann, dann schaut jetzt ganz genau zu. Für Omas Brechbohnensalat benötigen wir ein Glas Brechbohnen. Ich habe jetzt mal ein Glas genommen, weil sich alles das, was wir gleich sehen, genau auf diese Menge bezieht. Wollt ihr mehr, nehmt ihr dementsprechend in Relation auch mehr. Entspricht laut Verpackung 370 Gramm, by the way. Dann haben wir eine kleine Schalotte oder kleine Zwiebel, eine ebenso kleine Knoblauchzehe. Dann haben wir hier etwa 2 Esslöffel Mayonnaise. Ich blende euch jetzt oben rechts nochmal ein, wie man das selbst machen kann. Ihr könnt allerdings natürlich auch gekaufte nehmen. Dann haben wir etwa 4 Esslöffel Öl, 1 Esslöffel Kräuteressig, etwa einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer, ein Drittel Teelöffel Salz. Hängt ein bisschen davon ab, welche Mayonnaise ihr wählt. Wenn da schon ein hoher Anteil Salz drin ist, nehmt ihr natürlich entsprechend weniger und nach Geschmack. Hier links sehen wir ein klein wenig Wasser, entspricht etwa auch einem Esslöffel. Der erste Schritt besteht eigentlich nur daraus, unsere Schalotte und unseren Knoblauch in möglichst kleine Würfel zu schneiden, denn am Ende wird nicht püriert, sondern nur gerührt und das sorgt dann dafür, dass wir die Stückchen je nach Schnittgröße auch so in unserem Salat wiederfinden werden. Also schneiden wir nun, wie versprochen, kleine Würfel. Fertig ist die Schnibbelei. Nur um es kurz herzuzeigen, ich denke, das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Ich mag es relativ fein, weil ich nicht auf so großen Stücken Zwiebeln rumbeißen möchte. Dementsprechend sieht das so aus und der Knoblauch ist ebenso relativ klein geschnitten. Ihr könnt ihn natürlich auch pressen, aber so lief es halt bei Oma. Haben nun eine Schüssel zum Vermengen bereitgestellt, wo wir nun Knoblauch und Schalotte hineingeben. Geben dann die anderen Zutaten erst einmal einfach hinein, sprich halben Teelöffel schwarzen Pfeffer. Dann in meinem Fall ein Drittel Teelöffel Salz, immer in Abhängigkeit zur Mayonnaise, die man verwendet. Hier die selbstgemachte Mayonnaise. Man erkennt, sie ist gelb. Wenn ihr das Video von mir kennt, liegt das einfach an dem Eigelb und dem Senf, den man dort hineingibt. Dazu sei noch gesagt, dass die selbstgemachte oft sehr viel würziger ist als die gekaufte Mayonnaise, aber schaut einfach mal selbst. Dann haben wir hier die 4 Esslöffel Öl. Ob ihr nun Sonnenblumenöl oder ein anderes geschmacksneutrales Öl verwendet, sei euch einfach selbst überlassen. Zwecks Konsistenz noch 1 Esslöffel Wasser und noch unser Kräuteressig. Einfach zu einer glatten Masse umrühren und das Ziel ist es, dass es relativ cremig erscheint. Nachdem nun alle Zutaten in unserem Schüsselchen so verteilt sind, dass alles ordentlich verrührt ist, nehmen wir unsere Brechbohnen. Geben diese nun in die Schüssel. Einzige Aufgabe ist nun nur noch, unsere Brechbohnen unterzuheben. Warum sollte die Konsistenz jetzt so sein wie soeben? Das Dressing, so nenne ich es mal, soll flüssig genug sein, um überall hinzukommen. Darf aber auch nicht zu fest sein, weil es sonst ja, zu schlotzig in Paketen um die Bohnen herum anliegt und das soll auch nicht der Fall sein. Also so wie wir es jetzt gerade gesehen haben, hervorragend, etwas dicker als flüssig, sage ich mal. So sieht das dann aus. Das größte Geheimnis dieses Rezeptes besteht es eigentlich nur darin, dass es gar nicht lang genug ziehen kann. Bei Oma hat es immer am besten geschmeckt, wenn es dann 1 bis 2 Tage tatsächlich im Kühlschrank war. Und an der Stelle bleibt mir wieder nur zu sagen, Bon Appetit!